Oui, c'est une voiture qui se promène là, non, non. Voilà. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos pas, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Chers amis du Bas-Württemberg, chers Alsaciennes et chers Alsaciens. Liebe Freunde und Nachbarn aus dem Elsass, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Baden-Württemberg und Südbaden. Ce samedi 9 mai marque une fête de l'Europe particulière. Dans le contexte de crise du coronavirus, c'est un regard porteur d'espoir sur l'Europe que nous voulons partager. Der heutige Tag, der Samstag der 9. Mai ist ein besonderer Tag für unsere Europäische Union, aber auch für diese Europafeier. In diesen schwierigen Zeiten der Corona-Krise möchten wir gemeinsam einen positiven, hoffnungsvollen Blick auf das Europa werfen, das wir teilen. Il y a 75 ans, c'est ici, sur les bords du Rhin, après des années dramatiques, qu'est née l'Europe. Vor 75 Jahren, nach den dramatischen Zeiten des Zweiten Weltkriegs, also war genau hier, in Straßburg am Oberrhein, an den beiden Ufern des Rheins, die Geburtsstätte der europäischen Idee. Et une nouvelle fois, c'est ici, sur les bords du Rhin, dans des circonstances dramatiques, qu'il nous appartient ensemble de continuer à faire battre le cœur de l'Europe. Und wir stellen uns heute dieser Aufgabe erneut, wenn auch unter dramatischen Umständen. Wir wollen das Herz Europas weiterschlagen lassen. Notre amitié de longue date et la confiance qui est au cœur de tout ce que nous entreprenons ne connaissent pas de frontières. Unsere langjährige Freundschaft und das Vertrauen, das im Mittelpunkt unserer Arbeit und Politik steht, kennt keine Grenze. Nos liens très forts ont rendu possible l'impossible. Des patients français atteints du coronavirus ont été transférés vers les hôpitaux allemands et suisses. Grâce à cet élan de solidarité extraordinaire, des dizaines de vies ont pu être sauvées. Diese tiefe Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich, gerade hier am Oberrhein, hat das Unmögliche möglich gemacht. Französische Coronavirus-Patienten wurden in deutsche und Schweizer Krankenhäuser verlegt. Und obwohl die Grenzen geschlossen wurden, gibt es ganz viele außerordentliche Solidaritätsbekundungen von beidseits des Rheines. Und Dutzende Leben konnten dadurch gerettet werden. Partenaires français bientôt réunis au sein de la collectivité européenne d'Alsace, partenaires allemands, cette crise sanitaire démontre plus que jamais notre capacité à nous retrouver sur l'essentiel. L'Europe du cœur, l'Europe des femmes et des hommes. Liebe französische Partner, die bald in der Euregion Elsass vereint sein werden, und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Diese Krise der Corona-Pandemie zeigt mehr denn je unsere Fähigkeit, uns gemeinsam auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Europa der Herzen, das Europa von Männern und Frauen, die zusammenarbeiten wollen und die das Zusammenführende in den Mittelpunkt stellen und nicht die Grenzen. Comme l'écrivait Victor Hugo,
le Rhin réunit tout, à commencer par les humanités et les fraternités. Denn wie hat Victor Hugo einst geschrieben, der Rhein vereint alles. Menschlichkeit und Brüderlichkeit, also ohnehin. Chers voisins et amis du Bade-Württemberg, chers Alsaciennes et chers Alsaciens. Liebe Freunde in Baden-Württemberg und Südbaden, liebe Nachbarn im Elsass. Vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe. Ich wünsche einen schönen Europatag und hoffe, dass wir immer wieder sagen können, lang lebe die deutsch-französische Freundschaft. Einen schönen Tag.